Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Wir stehen hier am unteren Sandkasten. Die Seilrutsche vom Picknicktisch habe ich mir jetzt mal gespart, weil das Produzieren der Seile noch ein bisschen dauert. Deswegen habe ich jetzt hier eine, naja, nennen wir es mal Brücke gebaut, um bis nach oben zu kommen. So sieht's hier aus. Vor allen Dingen wollen wir jetzt logischerweise ein paar Ameisenbären töten. Das ist natürlich jetzt nicht gerade die richtige Uhrzeit, weil es jetzt hier verdammt heiß ist. Hätte ich mir gedacht, es kommt ja vielleicht einer, den wir so erledigen können. Aber das sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Da hinten kommt schon Schatten. Eigentlich brauchen wir ja zuerst die schwarzen Ameisen, damit wir die Schaufel bekommen. Mit der Schaufel können wir hier im Sand rumgraben und die ganzen versteckten Sachen finden. Könnte ich auch schon, dass wir zuerst da hingehen. Da dürfte ja so ein Löwe drin sein. Also auch schon. Oh. Na. Ich hoffe mal, dass meine 35 Pfeile ausreichen. Aber ich denke doch schon. So, da haben wir den ersten. Aber hoffen, dass jetzt unten keine neuen kommen. Schauen wir erstmal auf, was geht. Eine Zange und drei Teile, das ist schon mal nicht schlecht. Dann holen wir uns mal die Schätze, die hier verborgen sind. Mehr gibt's hier nicht zu holen. That was refreshing.
just like a fruit pounder. So, mittlerweile ist der komplette Sandkasten im Schatten. So, und da haben wir dann auch den zweiten. Natürlich hier auch mal was umstellen. Laufen weg. Ja, Max Ausdauer. Ja, das ist natürlich nicht gut. Müssen wir vielleicht doch wieder was anmachen. Doch erwischt. Aber jetzt ist er auch tot. Hier hängt er fest. So. Hier meine Pfeile. Witzig. Das war ja klar. Aber ich hoffe, dass die einfach irgendwann stehen bleiben. Nur so. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist alles nur wieder komplizierter hier. Warum ist der denn so schnell? Der andere war nicht so schnell. Das war knapper als gewollt.
Oder der zweite jetzt hier. Der hat sich natürlich wieder verzogen, oder? Nee. Das war die erste Höhle. Jetzt bitte da stehen. Schon wieder ein grabendes Geräusch. Ach. Ehrlich jetzt. Hey, der kommt raus. Wieso? Nicht zu trinken mehr. Das ist aber auch durstig. Da wird überall meine Pfeile verteilt. Die Spinne ist da immer noch eingebackt. Mal gleich jetzt mal unten reingucken. Schon wieder. Hört sich alles nicht gut an. Gammelige Asselbrustplatte. Nice. Muss genau über uns, oder? Wenn er nicht nach unten kommt, ist mir der egal. Nice.
Was doch immer die da machen. So, das war hier alles. Was ich jetzt abbauen kann? Nee. Da ist noch Salz. Hier war da auch noch was. Dieselweißer. Also Steinabbautempo. Oh, da wird sich jetzt die Frage stellen. Jetzt sind Ameisenlöwenteile. Drei davon. Wie viel brauche ich denn wohl? Um Rüstung und Waffen herzustellen. Ja. Schon wieder so. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht nach da unten. Wenn man den Ameisen schmeißen muss, ne? Die ganze Nacht. Die arme Ameisen. Der aber auch an Wasser hier verliert im Sandkasten, das ist ja der Knaller. Wer hätte das gedacht? Oh, mehr gibt's hier ja nicht. Und 3. Glaub nicht, dass das reicht.
Also hier doch auch. Sind wir schon bei 17 Teilen. Muss schon wieder gleich was essen. Was trinken. Ja, mal essen. Da kommt eine Spinne. Da geht die Spinne wieder. Mischt sie sich ein, jetzt gibt er Ärger. Und fertig? Ich da jetzt nochmal hin. Tatsache. Das hier hat nicht gefallen. Ich sehe das ja auch. Meine Chance, um meine erste Wolfsspille zu kriegen. Ich speichere das jetzt mal. Ich meine, ist ja nicht unser Kampf, ne? Schade, dass ich sehen kann, wer Bebo. Die haben sich fast gegenseitig erledigt. Okay, jetzt habe ich sie nicht getötet, weil er sie getötet hat. Aber ich habe immerhin schon mal Spinnengift und Spinnenfang. Hat mich hier oben erwischt. Mit der Attacke auf jeden Fall. Okay. Den Fall. Ich bin dafür, das reicht erstmal für unseren ersten Ausflug im Sandkasten.
Das ist ja alles beschädigt, Labdachel muss ich reparieren. Dann haben wir hier noch, oh, jetzt haben wir schon mal 5, 6, 7 Sachen zum Analysieren. Das war schon mal ein sehr gelungener Ausflug. Ich werde dann jetzt zurück zur Basis die Sachen analysieren und mal schauen, was ich schon bauen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.